Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das ist so eine kleine Anmoderation, deswegen werde ich jetzt ganz schnell versuchen, die ganzen Informationen rauszuhauen. Erstens, schaut bei Robin in der Videobeschreibung vorbei, der mit mir dieses Video gemacht hat. Er ist ein mega lustiger Dude und hat auch leider ein Dislike-Bot kassiert aus einem Whiskey-Buster gibt euch die Chance Video. Das würde mich mega freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut, ein Abo da lasst, falls euch das gefällt, weil er macht echt behinderte Videos. Damit meine ich gute, also ihr wisst schon, was ich meine. Und auch ein Like da lasst, das wird uns beide mega freuen. Zweitens muss ich mich nochmal richtig fett bedanken für die neuen Abonnenten, für die Aufrufzahlen generell, für die ganze Resonanz, mega nice von euch. Und drittens, das ist so eine kleine Duo mit Bestrafung. Die Bestrafung haben wir am Anfang gar nicht erwähnt, das ist einfach nur, dass er ganz zum Schluss ein gewisses Lied, was wir alle kennen, einfach ein bisschen rappen muss, fand ich ganz lustig und ja, ansonsten Sache, schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Video findet, generell die Idee findet, mit wem ich das sonst noch machen soll, wenn es gut ankommt, ansonsten laber ich schon wieder viel zu viel Kacke, haut rein, ich wünsche euch einen schönen Tag, peace. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin heute ausnahmsweise mal nicht alleine und zwar habe ich hier einen Red Hat namens Repeatix. Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Repeatix und ja, willkommen heute auf dem Kanal vom Killkra und wir haben uns halt eine richtig coole, was heißt Challenge überlegt, aber die kannst du dir mal vorstellen. Genau, wir nennen sie einfach mal die Worträtsel-Challenge oder irgendwie sowas in der Art und zwar kennt ihr eventuell, der ein oder andere kennt ihr den Hobbit, da wo die so ein Spiel spielen von wegen, dass wir so eine Art Gedicht vorlesen. Und ja, die Lösung des Gedichts ist halt ein Wort, was wir erraten müssen und der Verlierer ganz zum Schluss muss noch etwas machen, das wird irgendwie wahrscheinlich mega behindert, aber ist auch egal. So Leute, wir gehen glaube ich gleich ins Geschehen, weil ich will das Video jetzt nicht auf 10 Jahre hinausziehen und ansonsten fängst du an oder fang ich an, was machen wir? Ja, ich würde sagen, der Gast fängt an, ne? Also in dem Fall, okay, jetzt geht's Telefon, nice, warte kurz. Ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an und zwar das erste ist, also ich werde jetzt erstmal das Gedicht so vorlesen, da muss halt Kilian halt sagen, was ich halt damit da meine und ja, dann fange ich einfach an, also. Ich bin schon lange fertig, heute Abend erst gemacht, ein jeder hat mich gerne, wenn's kommt um Mitternacht. Ich labe müd und kranke und stille Gramm und Leid, doch mag mich niemand hüten, hätt er dazu auch Zeit. Gar mancher preist sich glücklich, hier ist das ein Roman, wenn er nur eins erwirbt, dass er auf Hienieden, alles klar, in Ruhe und Frieden stirbt. Ein Bett? Richtig. Oh! First Try Motherfucker Nuclear Incoming. Okay, Leute. Das war noch ein einfaches. Damit easy 1-0 für mich und ich würde sagen, wir gehen direkt bei mir weiter, denn ich habe hier auch drei recht einfache, zwar kein Roman wie Repeatix, aber egal. Fangen wir beim ersten an. Okay. Er geht durch alle Gassen, klopft an Türen und Fenster und wird doch von niemandem gesehen. Hey, aber das ist voll wenig, Mann. Warte mal. Ich hab ne Idee, aber... Ein Postbote? Nee, ich geb dir einen Tipp, das ist es. Okay. Das ist ein Element. Der Wind. Ja. Nein, ist 1-1. Easy. Okay. Sagen wir, man darf zwei Tipps geben, okay? Ja, okay, ich hab auch erst so an Wind gedacht, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, das ist irgendwie too easy oder so. Okay, 1-1, Leute. Oh. Okay, let's go, okay, würde ich sagen, fange ich mit meinem an. Das ist sogar noch länger als das erste. Wie heißt der See, der keine Schiffe trägt? Der Stille, den kein Windeshauch bewegt, in dessen heitern... Digga, willst du mich pflücken? Der ist einfach easy. Digga, nehmen wir nicht auf den Zettel, absolut keine Ahnung. Okay, ich muss überlegen, dass es nicht zu easy ist. Du guckst es jeden Morgen an. Es ist ein Objekt. In dem ich... Badewanne? Ich hab Du guckst doch nicht jeden Morgen eine Badewanne. Okay, warte, Spiegel, Spiegel. Richtig. Ey, aber das ist ja mehr als behindert, Alter. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, so. Ja. Jetzt hole ich die härteren Geschütze raus, mein Freund, und zwar. Mega kurz, ich hab die kurzen genommen, aber ist trotzdem recht einfach. Okay. Was ist nackter als nackt? So nackt, dass es knackt. Was? Was? Soll ich es nochmal sagen? Ja, bitte. Was ist nackter als nackt? So nackt, dass es knackt. What the fuck? Alter, ich brauch sowas von safe Tipp, ne? Okay, also der erste Tipp, das ist eigentlich schon ein großer Tipp, das hat was mit Menschen zu tun. Wegen Nacht und so. Was ist nackter als nackt? So nackt, dass es knackt? What the fuck? Was knackt? Aber es ist was an einem Menschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Was knackt denn bei einem Menschen, Digga? Was soll denn ein Mensch bitte schon knacken, außer irgendwelche Knöchel? Zum Beispiel? Ja, Knöchel? Nein! Ja, okay, los auf. Das Skelett. What the fuck? Ja, Digga, wenn ein Mensch nackt ist, weißt du, nackter als nackt. Daran...
Aber es ist klar. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, war vielleicht eventuell nicht so gut rausgesucht. Alles klar. What the fuck? Okay, gut. Okay, jetzt kommt meins. Ich glaube, du wirst es zwar erraten, aber pass auf. Ich habe nur 2/4, ich bin doch einer Gans, verhüllt dann und wann zwar doch meinst in Silber glanzt. Alter, ich habe sowas von gefällt, ich lese nochmal vor, okay. Ich habe nur 2/4, ich bin doch einer Gans, verhüllt dann und wann zwar doch meist im Silberglanz. Ich komme zwar nicht immer, doch siehst du mich sehr oft. Und wenn ich komme, geschieht es leicht zweideutig an dieser Stelle. Doch niemals unverhofft. So wie ich bin, so bleib ich. Bin doch bald neu, bald alt. Und obgleich stets derselbe, verändert von Gestalt. Also da fällt mir jetzt konkret nur eine Pizza ein. Also ne, ich hab so keine Ahnung, könntest du mir vielleicht einen Tipp geben? Also sagen wir es mal so, es hat was mit der Nacht zu tun. Der Mond? Richtig. Oh, das komme ich. Es ist eigentlich recht einfach, aber ich sag schon mal vorweg, das ist mehr etwas Allgemeines. Also es ist nicht wirklich ein Objekt oder so, das ist mehr so ein allgemeines Wort. Okay. Also. Ja. Es läuft und hat keine Beine. Es gibt viele und doch nur eine. Wer zu viel hat, kann's nicht verschenken. Wer zu wenig hat, muss es beschränken. Bald geht es langsam, bald schnell. Mal ist es dunkel, mal hell. Geld? Nein. Fokussier darauf, wer zu wenig hat, muss es beschränken. Wer zu viel hat, kann's nicht verschenken. Also, was muss man beschränken, wenn man zu viel davon hat? Hä, da gibt's tausende Sachen, Alter. Dir fehlt das was du brauchst, das fehlt dir manchmal, um ein Video zu machen zum Beispiel. Digga, der nächste Tipp wird so heftig, Mann. Uhr. Bitte? Ich gebe dir einen Tipp. Uhr. Zeit. Ja. Yay. Yay. Okay, lol. Schön. Macht euch gefasst. Robin übernimmt die Szene. Es geht los. Photoshop war ein Joke, Löcher in der Hose. Auszusehen wie eine Frau ist scheinbar jetzt in Mode. Der Echte hat nicht mal echte Yeezys, mal ehrlich. Zähl mal deine guten Lights auf. Fertig.